Mit diesem Lernvideo möchte ich Ihnen einen weiteren Kunstgriff für die Integration vorstellen. Integration durch Substitution. Die Integration durch Substitution vollzieht sich in 5 Lösungsschritten. Betrachten wir folgendes Beispiel. Integral x durch Wurzel 1 plus 2x² dx. Im ersten Schritt wird eine geeignete Substitutionsfunktion gewählt. Die Wahl einer geeigneten Substitutionsfunktion bedarf etwas Erfahrung. Diese Erfahrung werden Sie an den Beispielen in diesem Lernvideo schnell erwerben. Wir wählen als geeignete Substitutionsfunktion z von x gleich 1 plus 2x². Im zweiten Schritt bilden wir die Ableitung von dz nach dx und stellen diese Gleichung dann nach dx um. Dz nach dx ist gleich 4x. Die Ableitung nach x von 1 plus 2x² ist 4x. Diese Gleichung nach dx umgestellt ergibt dx gleich dz durch 4x. Ich multipliziere diese Gleichung mit dx, dividiere durch 4x und vertausche die Seiten. Im dritten Schritt substituiere ich nun z durch 1 plus 2x² und ersetze für dx gleich dz durch 4x. Für das Integral ergibt sich Integral x durch Wurzel z, für 1 plus 2x² habe ich z gesetzt, mal dz durch 4x, für dx habe ich dz durch 4x gesetzt. Wir sehen nun, dass sich im Integranten x herauskürzt. Das passiert immer dann, wenn ich eine Substitutionsfunktion so wähle, dass die Ableitung dieser Substitutionsfunktion wieder im Integranten vorkommt, bis auf einen konstanten Faktor. Die Substitutionsfunktion ist also so zu wählen, dass z' oder ein Vielfaches von z' wieder als Faktor im Integranten erscheint. Dann fällt im dritten Lösungsschritt x heraus. Dafür braucht man etwas Erfahrung, die wir ja jetzt erwerben wollen. X kann ich also kürzen und ich erhalte 1/4, den konstanten Faktor schreibe ich voll als Integral, mal Integral 1 durch Wurzel z dz. Im vierten Schritt führe ich dann die Integration durch und ich bekomme 1/4 Integral 1 durch Wurzel z dz ist gleich 1/4 mal Integral z hoch minus 1/2 dz. Für Wurzel z kann ich z hoch 1/2 schreiben. Und wenn ich eine Potenz vom Nenner in den Zähler schreibe, muss ich das Vorzeichen des Exponenten verändern. Integral z hoch minus 1/2 dz kann ich mit den grundlegenden Integrationsregeln bestimmen, den Exponenten um 1 erhöhen, den neuen Exponenten Nenner schreiben und ich erhalte 1/4 mal 2 Wurzel z. Für z hoch 1/2 habe ich wieder Wurzel z geschrieben. Kürzen und es ergibt sich Wurzel z durch 2. Im fünften und letzten Schritt führe ich die Rücksubstitution durch, indem ich für z wieder 1 plus 2x² ersetze. Es ergibt sich nun für das Integral x durch Wurzel 1 plus 2x² dx gleich Wurzel 1 plus 2x², für z habe ich 1 plus 2x² eingesetzt, durch 2. Das Integral 1 durch x Logarithmus x dx ist zu berechnen, mit dem Hinweis, dass die Ableitung von Logarithmus x gleich 1 durch x ist. Im ersten Schritt wähle ich wieder eine geeignete Substitutionsfunktion, in diesem Fall z von x gleich Logarithmus x. Im zweiten Schritt wähle ich die Ableitung, dz nach dx ist 1 durch x, und stelle diese Gleichung nach dx um. Ich erhalte dx gleich x mal dz. Im dritten Schritt substituiere ich nun z und dx. Es ergibt sich Integral 1 durch x mal z, für Logarithmus x setze ich z, mal x dz, für dx setze ich x dz.
x kürzt sich nun heraus und es ergibt sich Integral z dz. Dieses Integral kann ich nun leicht berechnen. Das mache ich im vierten Schritt. Integral z dz ist gleich z² durch 2. Der Exponent hier 1 wird um 1 erhöht und der neue Exponent wird in den Nenner geschrieben. Im fünften Schritt wird nun die Rücksubstitution durchgeführt und es ergibt sich für das Integral 1 durch x Logarithmus x dx gleich Logarithmus x zum Quadrat durch 2. Sammeln Sie weitere Erfahrung für die Integration durch Substitution mit dem nächsten Beispiel. Integral 10 durch 3x plus 1 zum Quadrat dx. Folgender Hinweis: Das Integral 1 durch z Quadrat dz ist gleich das Integral z hoch minus 2 dz. Ich kann eine Potenz von den Nenner in den Zähler schreiben, indem ich das Vorzeichen des Exponenten verändere. Und Integral z hoch minus 2 dz kann ich mit den einfachen Integrationsregeln berechnen und das ist gleich minus 1 durch z. Wie lautet nun die Substitutionsfunktion? Ich wähle z von x gleich 3x plus 1. Im zweiten Schritt will ich die Ableitung dz nach dx und löse nach dx auf. Dz nach dx ist 3. Und diese Gleichung nach dx umgestellt ist dz durch 3. Ich substituiere z und dx und es ergibt sich Integral 10 durch z². Für 3x plus 1 habe ich z eingesetzt, mal dz durch 3, für dx habe ich dz durch 3 eingesetzt. Den konstanten Faktor schreibe ich vor das Integral. Ich erhalte 10 durch 3, Integral 1 durch z² dz. Im vierten Schritt berechne ich dieses Integral. Das ergibt sich 10 durch 3 Integral 1 durch z² dz ist gleich minus 10 durch 3z, da Integral 1 durch z² dz ja minus 1 durch z ist. Nun noch die Rücksubstitution. Für z setze ich wieder 3x plus 1 ein. Und es ergibt sich für das Integral 10 durch 3x plus 1 zum Quadrat dx gleich minus 10 durch 3 mal in Klammern 3x plus 1. Das noch ein bisschen zusammengefasst gleich minus 10 durch 9x plus 3. Ein weiteres Beispiel. Das Integral 2x durch 1 plus x Quadrate x ist zu bestimmen. Folgender Hinweis ist gegeben. Integral 1 durch z dz ist gleich Logarithmus z, da die Ableitung von Logarithmus z 1 durch z ist. Versuchen Sie doch jetzt einmal selber die 5 Lösungsschritte an diesem Beispiel anzuwenden. Drücken Sie dazu jetzt einfach die Pause-Taste und kontrollieren Sie Ihre Lösung nachher. Im ersten Schritt muss ich eine geeignete Substitutionsfunktion finden. Ich wähle z gleich 1 plus x². Im zweiten Schritt bilde ich dz nach dx und löse nach dx auf. Dz nach dx ist gleich 2x. 1 plus x² abgeleitet ist 2x. Dies nach dx umgestellt ergibt dx gleich dz durch 2x. Im dritten Schritt substituiere ich z und dx. Es ergibt sich Integral 2x durch z. Für z habe ich 1 plus x² eingesetzt. Mal dz durch 2x. Für dx habe ich dz durch 2x eingesetzt. X kürzt sich heraus und es ergibt sich das Integral 1 durch z dz. Im vierten Schritt führe ich nun die Integration durch. Integral 1 durch z dz ist gleich Logarithmus z. Nun noch die Rücksubstitution. Für z setze ich 1 plus x². Und ich erhalte Integral 2x durch 1 plus 2x² dx ist gleich Logarithmus 1 plus x².
Integral e hoch x durch 2 plus e hoch x dx. Folgender Hinweis ist gegeben. Integral 1 durch z dz ist gleich Logarithmus z. Wollen Sie wieder die 5 Lösungsschritte alleine versuchen? Dann drücken Sie jetzt einfach Ihre Pause-Taste und Sie können ja nachher vergleichen. Im ersten Schritt muss ich eine geeignete Substitutionsfunktion wählen. Ich wähle z von x gleich 2 plus e hoch x. Im zweiten Schritt bestimme ich dz nach dx und stelle die Gleichung nach dx um. Dz nach dx ist gleich e hoch x und damit ist dx gleich dz durch e hoch x. Nun substituiere ich. Es ergibt sich Integral e hoch x durch z. Für 2 plus e hoch x habe ich z eingesetzt. Mal dz durch e hoch x. Für dx habe ich dz durch e hoch x eingesetzt. E hoch x kürze ich heraus und es ergibt sich das Integral 1 durch z dz. Integral 1 durch z dz ist gleich Logarithmus z. Nun noch die Rücksubstitution und ich erhalte für das Integral e hoch x durch 2 plus e hoch x dx ist gleich Logarithmus 2 plus e hoch x. Das Integral 4 durch x mal ln x dx ist zu berechnen. Wieder ein Hinweis, die Ableitung von Logarithmus x ist 1 durch x. Im ersten Schritt, das ist der schwerste Schritt, ist eine geeignete Substitutionsfunktion zu finden. Ich wähle z von x gleich Logarithmus x. Ich bilde die Ableitung dz nach dx. Dz nach dx ist gleich 1 durch x, denn Logarithmus x abgeleitet ist 1 durch x. Diese Gleichung stelle ich nach dx um. Es ergibt sich dx gleich x mal dz. Nun die Substitution. Und es ergibt sich das Integral 4 durch x mal z mal x dz. Ich erhalte Integral 4 durch z dz. Nun noch die Integration. Integral 4 durch z dz ist gleich 4 mal Logarithmus z. Den konstanten Faktor kann ich vor das Integral schreiben. Es bleibt 4 mal Integral 1 durch z dz. Und Integral 1 durch z dz ist Logarithmus z. Rücksubstitution und es ergibt sich Integral 4 durch x mal ln x dx ist gleich 4 mal ln ln x. Für die Substitution brauchen Sie Erfahrung, deshalb ein weiteres Beispiel. Bestimmen Sie das bestimmte Integral in den Grenzen von 0 bis 2 3x mal e hoch x² plus 4 dx. Der schwerste Schritt, die geeignete Substitutionsfunktion finden. Z von x gleich x² plus 4. Probieren wir es hiermit aus. Die Ableitung bilden und nach dx umstellen. Dz nach dx ist 2x. Die Ableitung von x² plus 4 nach dx ist 2x. Dies nach dx umgestellt ist dx gleich dz durch 2x. Nun ersetzen. Ich erhalte das Integral 3x mal e hoch z. Für x² plus 4 habe ich z eingesetzt. Dz durch 2x. Für dx habe ich dz durch 2x eingesetzt. X kürzt sich heraus. Und ich bekomme das Integral 3 halbe e hoch z dz. Nun die Integration durchführen. Integral 3 halbe e hoch z dz ist gleich 3 halbe e hoch z. Rücksubstitution ergibt Integral von 0 bis 2 3x e hoch x² plus 4 ist gleich 3 halbe e hoch x² plus 4. Hier jetzt in den Grenzen von 0 bis 2. Zunächst setze ich die obere Grenze für x ein und dann die untere Grenze. Es ergibt sich 3 halbe e hoch 2 Quadrat plus 4 minus 3 halbe e hoch 0 plus 4. Das kann ich nun berechnen und als Ergebnis erhalte ich 4389,54.
Üben Sie in weiteren Funktionen die einzelnen Lösungsschritte, sodass Sie dann perfekt und erfahren in der Integration durch Substitution werden.